Das ist zwei. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, jetzt habe ich zwei Mitkämpferinnen hier. Ah, doppelt so sexy. Beziehungsweise dreifach so sexy. Ja, wieder eine Runde schwimmen. Mann, 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 das ist schwer. Das ist ganz schön schwer ohne Waffen. Ohne vernünftige Waffen. Lassen wir die so ein bisschen hier im Wasser rumspacken. Gut, dafür kann sie sich jederzeit, wo Wasser ist, aufladen. Na. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Ach komm, jetzt fall doch nicht da immer runter. Ich möchte doch dieses blöde Dings da... Ist die noch nicht in Reichweite? Das gibt's doch gar nicht. Naja, komm, ich lass die da. Ist gar nicht so schlecht. Wo soll denn der Jan sein? Ach da. Können wir den mitnehmen? Hallo? Ah, jetzt haben wir ihn. Und was sollen wir jetzt mit ihm machen? Ach, wir sollen alle Reiks töten. Das haben wir natürlich noch nicht gemacht. Wo haben wir denn die restlichen? Ich habe doch irgendwo hier eine gesehen. Boah, Leute! Wie wenig Schaden die nehmen. Tschüss! Und die letzte hier dümpelt da ja im See rum. Das dürfte eigentlich... Oh, da ganz hinten. Mann, was macht die denn so weit weg? Ich glaube, die gute Delphi, die nimmt auch keinen Fallschaden. Ja, toll. Wie sollen wir die denn jetzt da angreifen? Wir treffen die ja gar nicht. Da haben wir keine Munition mehr. Ich lock die einfach mal. Da schwimmen wir eine Runde hin. Hoffentlich ist das jetzt nicht wieder ein Bug. Na komm. Ja, ja, da haben wir sie. Komm mit, komm mit, komm mit, Süße. Ich nehme schon mal den Säbel raus. Komm her! Du bist nun kurz davor, ein wahrer Reaper zu werden, mein Kind. Ich möchte, dass du dich nun in das Zentrum des Reaper-Camps begibst. Während ich mein Samurai-Friedensmantra rezitiere. Egal, wie bösartig die Wächter der Reaper sind, durch dieses Mantra können sie dir keinen Schaden zufügen. Was glaubst du denn, wie ich sonst in der Lage gewesen wäre, so viele Jahre lang friedlich neben ihnen zu leben? Yen, was machen sie mit deinem Haus? Bastarde! Sie haben schon wieder gelogen. Hier. Ich wollte dir eigentlich noch keinen so mächtigen Zauber geben, aber was soll's. Ich will sehen, wie du sie alle in Schutt und Asche legst. Los, komm! Hallo! Ha! Jens, Friedensmantra. Okay, Friedensmantra. Missionsziele, töten sie alle Reaper-Wachen, die Jens Haus angreifen. Die Feuerwand... Quatsch. Der Feuerwandzauber, den sie von Jens erhalten haben, kann ganze Gruppen von Reaper-Wachen in Flammen müllen. Das ist die 5. Da sind schon wieder diese Reiks. Ach Leute, die sind mir zu stark. Was passiert denn, wenn ich hier einfach mal diesen hier mache? Ja, überhaupt nichts. Die nehmen überhaupt keinen Schaden, die Arschgeigen. Komm her. Die hat mich verlangsamt. Dann gebe ich dir mit dem Säbel. Ah, hier, komm her. Zack, und hier mit dem... Auch nochmal und von links und von rechts und von rechts und... Ist sie jetzt weg oder hat sie sich wegteleportiert? Ne, die hat sich wegteleportiert. Ah, das hilft dir alles nix. Schwuppdiwupp, da bist du tot. Langsam komme ich rein.
Ich glaube, die Anzeige bei Delphi, dass wir einen kritischen Treffer landen würden, ist folgende, nämlich... Nee, hat sich erledigt. Halt, halt, bleib doch. Bleib doch da, wo ich dich treffen kann. Ja, apropos Vorhalten, der... Oh, was hat die denn da jetzt veranstaltet? Oh, das sieht aber... Und ich flieg auch noch genau rein und brenne zu Tode. Hallo Jan, ich bin tot. Mission nochmal versuchen, aber natürlich. Du bist nun... Ja, das kennen wir mittlerweile. So, aber das ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise eine gute Position, hier eine Aufnahmepause zu machen. Und ich freue mich, dass ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Giants Outcast oder vielleicht sogar bei Deus Ex. Macht's gut, ciao. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Giants mit der guten Delphi. Das hier wird nur eine ganz, 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 ganz kurze Aufnahmesession, damit ich die Folge noch zu Ende kriege. Ich muss nämlich gleich weg und pünktlich fängt es an zu regnen. Ach, es ist nicht herrlich. Ja, ich wollte noch eben schnell 15, 10, ja, 20 Minuten aufnehmen. Wie gesagt, damit ich die letzte Folge zu Ende kriege. Oh, und da kommt schon wieder die Blöden. Ist wahrscheinlich noch nicht mal genug, um hier überhaupt reinzufinden. Ich werde direkt ganz nett hier empfangen und werde ins kalte Wasser sozusagen geschmissen. Wie kriegte man die nochmal vernünftig tot? Kann mir das mal jemand verraten? Ich glaube, das ist nicht so der richtige Weg hier. Ha! Waffenwechsel ging schon mal so, das ist gut. Leider haut dieser Bogen überhaupt keinen Schaden raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ha. Mann, Leute, ich wollte doch nur schnell die Mission zu Ende bringen hier. Damit ich wieder neue Giants-Folgen anbieten kann. Ich glaube, ich hau einfach mal direkt ab. Denn ich meine, unsere Aufgabe wäre es gewesen, die Reaper-Wachen, die Jens Haus angreifen. Hier schwebt der gute Jen neben uns her. Die sollen wir erledigen. Haben wir sonst noch ein Bögchen, was wir uns hier mitnehmen? Sonst haben wir, glaube ich, alles dabei. Ja. Ich drück mal gerade C. Töten Sie die Reaper-Wachen, die Jens Haus angreifen. Der Feuerwandzauber, den Sie von Jen erhalten haben, kann ganze Gruppen von Reaper-Wachen in Flammen hüllen. Jawoll, ja. Das werden wir direkt ausprobieren. Wo müssen wir denn hin? Hier unten. Da müssen wir die 5 drücken. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Oh, da sind sie schon. Ich ging nochmal zoomen. So ging nochmal zoomen. Versuchen wir doch mal direkt. Wie ging nochmal zaubern? Mittlere? Ich weiß es nicht. Ach so, einfach die 5 drücken. Oh. Trifft das wohl, wenn ich die einfach nur anvisiere? Oh Mann. Hier, ich habe einen Zauber für euch. Oh, ich mach mich vom Acker. Oioioi. Hier kann man aber ganz, ganz, ganz fix sterben. Lalala, bitte lasst mich doch einfach in Ruhe, Leute. Ich glaube, ich mache auch mal Folgendes. Nämlich das da. Was ist denn jetzt los? Wieso wurde ich denn teleportiert? Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahmesession. Diese Aufnahmesession wird nur ganz kurz. Ich wollte nur kurz mal eben... Ja, und ihr wisst ja, was ich sagen werde. Ich lasse die jetzt einfach alle hier links liegen. So, tschüss, Leute. Woll, ihr könnt mich alle mal... Ihr gehört mir... ihr könnt mir gar nichts. Ihr gehört gar nicht zu meiner... Aufgabe. Mann, direkt 4 Minuten wieder verschenkt. Ja, 4 Minuten ist auch eine Zeit. Und natürlich haben die mich jetzt schon... ja, ne, ist klar. Ihr habt mir jetzt schon direkt im Visier. Warum auch nicht? Und ich bin... Boah, das ist ja mal überhaupt nicht wahr hier. Die gute Delphi hält nicht gerade viel aus. Und auf Entfernung teilt sie auch nicht gerade gut aus. Ich versuche mal den Schneiperbogen. Boah, 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 boah.
glaube, war das jetzt, war das ein... Ach ja, ich glaube, jetzt ist mal gerade H-Drücken angesagt. Ich muss hier immer so ein bisschen am Mikrofon vorbeigucken. Boah. Geh nochmal kurz in den Laden rein. Ich lasse mir hier den Laden kaputt schießen. So. Das war ein Header, das war ein Header, das war ein Header. Und du bist auch nochmal dran. Hallöchen. Und wie sieht's mit dir aus? Ja, mit dir sieht's nicht so gut aus. Aber mit dir. Ja. Und mit dir doch auch, oder nicht? Ja, aber er stirbt natürlich nicht. Das sind wieder die. Und ich habe keine Munition mehr. Super. Ich glaube, der Sniperbogen wird der beste Freund der Delphi. Also von uns, wenn wir die Delphi spielen. Ja. War da noch irgendwann da? Ja, da. So. Glückwunsch, mein Kind. Du hast deine Ausbildung abgeschlossen. Erkläre mir nun dein Begehren. Den Tod meiner Mutter. Ah, deine Mutter. Ich weiß, sie geht dir manchmal auf die Nerven, aber... Woher willst du das wissen? Du weißt nichts über ihre Grausamkeit. Mein Liebes, die Winde des Schicksals haben dich heute hierher geführt. Denn ich, Yen, der Samurai Smarty, kannte deine Mutter. Und wir waren ineinander verliebt. Oh, mein liebes Mädchen, das wollte ich dir nun schon seit vielen Jahren sagen. Oh mein Gott. Ja, es ist wahr. Ich bin dein Vater. Nein, sag es nicht. Was? Aber ich muss. Ich bin... Warte. Dein Vater. Es ist normal, dass du Tränen der Freude vergisst, mein Kind. Oh Mann. Ja, ich weiß, ich hätte es dir sagen sollen. Ja, ich sehe unsere Ähnlichkeit auch. Verwahre deine Tränen für einen Regentag. Umarme mich. Aber meine Mutter, die Königin Sappho, sie erschuf mich aus den vier Elementen. Ich sollte die reinste Form einer Sea Reaper sein. Die böse Königin Sappho? Ist denn deine Mutter nicht Sandra Myrtle aus Chilchuck Island? Nein. Vergiss, was ich gesagt habe von wegen Vater und so. Oh, Gott sei Dank. Was? Gott sei Dank, dass ich dich gefunden habe. Es heißt, dass du, Yen, der einzige Smarty bist, der den Weg zur geheimen Festung meiner Mutter kennt. Ja. Das hättest du ruhig schon eher erwähnen können. Hätte mir eine Menge Peinlichkeit erspart. Sollen wir jetzt gehen? Hm. Zack, da hebt er einfach mal ein schwarzes Viereck aus dem Boden. Lade Delphi Story 2, scheiße, jetzt habe ich zu viel geredet und den Titel nicht lesen können. Wo sind wir? Ich glaube... Willst du uns umbringen? Verdammt! Jan oft Problem hat mit Ausgängen Portal. Emel sind falsch um paar hundert Meter. Du bist der Samurai schlechthin, Yen. Du noch viel lernen müssen, Kleines. Wie weiße Männer sagen, du kannst den Strauß zum Wassel füllen, aber klinken. So, das reicht jetzt. Kannst du nicht normal sprechen? Yen, immer sprechen, so wenn auf eine Mission. Lass es bitte sein, es irritiert mich. Ah, adelige Lady, sprechen mit Schallfeldzunge. Okay, okay. Um zu Sapphos geheimen Palast zu kommen, musst du einen Jetski aus der Basis der Sea Reaper in der Mitte der Insel stehlen. Okay, ich bin soweit. Warte, Kleines. Zuerst musst du Smarties finden, die diese Ruinen hier wieder aufbauen. Sie können dich beschützen und werden weitere machtvolle Zauber erschaffen. Alles klar, jetzt geht's also an den Basisbau mit der guten Delphi. Und wir sind schon in der nächsten Mission. Armee-Kaserne Gemetzel. Ups, Armee-Kasernen Gemetzel. So, Missionsziele. Besorgen Sie Smarties und Wimpseelen. Oh nein. Bauen Sie eine Basis. Zerstören Sie die Armee-Kaserne mit dem Tornado-Zauber. Tipps, die feindliche Armee-Kaserne kann nur mit dem Tornado-Zauber zerstört werden. Ihre Smarties stellen den Tornado-Zauber, sobald Ihre Basis vollständig. Benutzen Sie Yen jederzeit, wenn er entführt wird. Um die feindliche Basis gebracht wird, verlieren Sie. Beschützen Sie, meine ich nicht. Benutzen Sie. Wir wollen ihn ja nicht benutzen. Ja.
Und vielleicht sollten wir auch so reden, wenn wir auf einer Mission sind. Nein, das wäre jetzt auch zu schwer. Da müsste ich ja kämpfen, reden und gleichzeitig daran denken, dass ich das L als das R als L ausspreche. Was machst du denn da? Ein bisschen Tai Chi, ja. So, also gut. Basisbau mit der Delphi, ja. Das heißt jetzt nicht Papa muss Fleisch holen, sondern Mama muss Fleisch holen. Das sind jetzt auch wir. Es ist einfach schön. Komm du mal mit hier. Können wir vielleicht auch mehrere? Komm du auch mal mit. Ach, guck mal, wir können gleich mehrere holen. Das. Nein, komm ich nicht. Scheiße. Entschuldigung. Ich meine natürlich Mist, verdammt und, diese ganzen anderen Wörter, die nicht so schlimm sind wie Scheiße. Aber ich glaube, wir sind mit der guten Delphi ein bisschen schneller unterwegs. Ach, und ich hasse es eigentlich, unter Zeitdruck Let's Plays aufzunehmen. Das mache ich nicht nochmal. Aber ich wollte einfach mal diese Folge zu Ende bringen. Denn von Giants kam schon länger nichts mehr. Das muss ich ja mal zugeben. So, ach, guck mal, wie die alle abhauen. Da komme ich ja richtig gut hinterher. Nee, bleibt hier. Bleibt hier. Wie viel habe ich jetzt schon Seelen gekriegt, oder? Ich weiß ja nicht. Woran sehe ich denn jetzt, ob ich Seelen habe oder nicht? Naja, nehmen wir ihn mal mit hier. Gut. Also unter der Delphi sehen wir so einen hellen Kreis. Ich glaube, das könnte ein Indikator sein für die Wimpseelen. Ich bin mir aber nicht sicher. Und er macht einen Schneemann. Einen Engel in den Schnee, so rum heißt es. Ah ja, tatsächlich. Wupp. So, ich glaube, das sind jetzt erstmal genug. Zwei Stück für den Anfang auf jeden Fall. Dann bauen wir uns erstmal eine Zauberakademie. Ja, ja. Was haben wir da? Was ist das? Hallo? Keine Ahnung. Jetzt haben wir aber keinen Zauber mehr für unseren Smarty-Zauber. Keine Energie mehr. Holen die sich hier die Wimps? Okay. Die holen sich tatsächlich die Wimpseelen irgendwie als... Ich weiß ja nicht. Und dann machen sich hier diese Engel in Schnee. Ihr sollt bauen, Leute. Hallo? Naja. Schildgenerator? Nö. Magieladen. Ich glaube, das sollten wir mal bauen. Weil irgendwie brauchen wir ja doch mal einen Zauber für unsere... Smarties. So. Hat er das jetzt aufgeladen? Ah, alles klar. So, jetzt kann es ja weitergehen. Da hinten sehe ich noch was. Na? Ach, hier ist auf jeden Fall auch einer. Bam, voll vor das Tor. Du kommst mit. Hier sollten doch noch Wimps sein. Wahrscheinlich habe ich wieder nicht alle erwischt. Warum ist hier denn überhaupt Blut? Komm, Delphi, spring hier hoch. Na, Wimps. Gut, dann müssen wir uns den da hinten schnappen. Shit, da benutzen wir unseren Tor. Und da trippelt die gute Delphi. Hi. Und ich kann aber auch schnell rennen. Also, hey. Bleib hier. So, tut mir leid. Und hier schneit es. Ach, das ist aber doch auch schön. Wettereffekte. Ich liebe sie. Und jetzt wisst ihr ja schon, dass ich Regen gerne mag, aber Schnee finde ich noch am besten. Gut, ich mag auch den Sommer, aber Schnee finde ich auch gut. So, und ich lade ich mal hier ab. Das geht hier auf jeden Fall schneller als mit den Mechs, das muss man einfach mal so sagen. Ein Kommandozentrum. Jups. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die gute Delphi einfach mal ganz fix unterwegs ist. Wenn ich gerade Smarty im Weg steht, ja. Haben wir da sonst noch welche? Nee, aber wir haben... Ach komm, weißt du, das mache ich mit einem
Das mache ich mit einem Säbel. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle hier. Ah ja, bleib hier und komm, ja. Ja, na, und so, ja. Da hinten ist, glaube ich, noch ein Schamarti. Ja, den nehmen wir uns mit. Da haben wir ihn. Und... na? Jetzt noch ein bisschen Wimpfleisch auf dem Rückweg.